Salut Pilot! Willkommen zurück und willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute sprechen wir über das neueste Update in Mech Arena, welches das Rebalancing einiger Waffen betrifft. Welche Waffen das sind und ob es sich beim Rebalancing um einen Buff oder einen Nerf handelt, das erfahrt ihr nach dem Intro. Insgesamt sind 6 verschiedene Waffen in all ihren Energiekapazitäten vom Rebalancing betroffen. Dazu zählen alle Disc Launcher, alle Arc Torrent, Nate Launcher, Cryo Launcher und Chain Guns sowie Miniguns. Bei den letzten 4 aufgezählten Waffen, also beim Nate Launcher, dem Cryo Launcher, der Chain und der Minigun, haben wir einen leichten Buff zu erwarten, der den Schaden pro Magazin erhöht. Auf diese Waffen möchte ich im heutigen Video nicht allzu sehr eingehen, da der Buff eigentlich nicht weltbewegend ist. Ich habe euch hier eine kleine Grafik erstellt, welche die einzelnen Werte veranschaulicht. Kommen wir nun zu dem, was uns eigentlich interessiert, den Nerf der Arc Torrent und des Disc Launchers. Schauen wir uns zunächst die Arc Torrent an. Hier haben sich die Stats verändert. Dazu zählt der Schaden pro Schuss und pro Magazin, die maximale Reichweite sowie die Idealreichweite der Waffe. Während sich die Idealreichweite der Arc Torrent um 10 Meter verkürzt, erhöht sich die Maximalreichweite der Waffe von 30 auf 40 Meter. Die Idealreichweite sowie die Maximalreichweite der Waffe erhöht sich auch nicht mehr im Gegensatz zu vorher, wenn man die Waffe levelt, sondern bleibt durchgehend von Anfang an gleich. Was an sich nichts Schlechtes ist. Eine Sache, die mich hier auf dem Testserver etwas verwirrt, ist, dass ich trotz dem legendären Implantat für die Reichweite die Arc Torrent nur bis maximal 48 Meter Entfernung abfeuern kann. Normalerweise müsste die Reichweite nach dem Rebalancing der Arc Torrent 66 Meter mit gemaxtem Reichweitenimplantat betragen, tut sie allerdings hier nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob es sich hierbei um einen weiteren Parameter des Rebalancings handelt, der mir unbekannt ist, oder ob die Arc Torrent auf dem Testserver einen Bug aufweist. Das müssen wir dann auf dem Live-Server sehen. Ein letzter, aber wichtiger Parameter des Rebalancings der Arc Torrent besteht darin, dass der Schaden der Waffe schwächer wird, je weiter ihr über die Idealreichweite der Waffe hinausfeuert. So wie sich das Rebalancing der Arc Torrent für mich gelesen hat, als sie vor einiger Zeit announced wurde, bin ich davon ausgegangen, dass die Waffe nach dem Update nicht mehr spielbar sein wird. Der Praxistest auf dem Testserver hat allerdings ergeben, dass die Waffe zumindest auf nahe Distanz durchaus noch effektiv sein kann. Auf Surge kann man die Waffe daher zumindest bedingt noch einigermaßen effektiv einsetzen. Kommen wir zum Disc Launcher. Beim Disc Launcher sind die Stats weitestgehend gleichbleibend. Weder der Damage pro Magazin und pro Schuss, noch die Maximal- oder Idealreichweite ändern sich nach dem Rebalancing auf irgendeine Art und Weise. Was hier verändert worden ist, ist die Tatsache, dass sich auch hier, wie bei der Arc Torrent, der Damage des Disc Launchers deutlich reduziert, wenn ihr über die optimale Reichweite hinausfeuert. Die Idealreichweite des Disc Launchers liegt zwischen 0 und 60 Metern. Beschießt ihr einen Gegner also auf 70 oder 80 oder noch mehr Meter mit dem Disc Launcher, verringert sich der Schaden, den ihr verursacht, deutlich. Des Weiteren ist der Splash Damage betroffen. Zum einen wird kein doppelter Schaden mehr durch den Splash Damage erzeugt und zum anderen wird der Schaden, den ihr mit dem Splash Damage verursacht, davon abhängig gemacht, wie weit der Gegner vom Center des Einschlagpunktes entfernt ist. Drücken wir es simpel aus. Aus einer der durchschlagendsten Waffen im Spiel ist eine Wattebauschkanone geworden, die dem Gegner kaum mehr kitzelt, wenn sie ihn trifft. Die 12er Disc Launcher oder der 12er Disc Launcher ist nur noch auf Stalker halbwegs brauchbar und der 16er Disc Launcher ist auch nur noch bedingt spielbar. Solltet ihr den Disc Launcher dennoch spielen wollen, empfiehlt es sich nicht mehr, den Gegner auf dem Boden oder vor den Gegner auf dem Boden oder an die Decke zu zielen, sondern ihn direkt zu beschießen. Dadurch verursacht ihr nach dem Rebalancing wesentlich mehr Damage als durch Splash Damage. Man kann davon nun halten, was man möchte. Die eine Seite findet es unerhört, dass die Waffen so krass beschnitten wurden, die anderen sind über den Nerf tatsächlich erleichtert. Zu welcher Fraktion gehört ihr? Lasst es mich wissen in den Kommentaren. Das soll es aber auch wieder gewesen sein mit dem Video für heute. Wir sehen uns zu einem weiteren Video und bis dahin macht's gut und macht sie fertig.